Und ihr seht schon, Portal, ja, man kann tatsächlich Nether-Portale platzieren. Wasser und Lava gibt es tatsächlich auch noch. Bedrock müssen wir mitnehmen, auf jeden Fall. So, und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Evolution. Ja, und damit willkommen in der 1.14.4. Dieses Update ist tatsächlich das Village Update. Ja, diese Folge ist nämlich ein bisschen was anderes geplant. Und zwar tatsächlich hier nicht in dieser Version. Genau, wir werden versuchen, illegale Items zu sammeln. Also ich werde auf jeden Fall in eine ältere Version reingehen und dort ein bisschen Unfug treiben. Und dann werde ich irgendwie mein Bestes geben, die ganzen illegalen und verglitschten Items irgendwie in diese Welt hier zu übertragen. Und übrigens, falls irgendwer noch nicht weiß, ja, was sind denn illegale Items? Nein, das ist nichts wirklich Illegales, das nennt man nur so. Und zwar ist illegal sozusagen verboten, also mäßig, dass es irgendwie in dieser Version nicht geht. Bedeutet, ich habe ja damals irgendwie versucht, einen Keks zu enchanten und das Ganze ging, glaube ich, in der 1.4.5 oder so, wo ich das damals probiert habe. Oder ich weiß nicht, in welcher Version ich das probiert habe, aber in der 1.4.5 geht das tatsächlich. Du kannst einen Keks enchanten, aber das Ganze geht halt heutzutage nicht mehr. Aber das habe ich halt damals irgendwie nicht ganz gewusst oder irgendwie, es war in der späteren Version, beziehungsweise es geht halt nur mit einem Item und nicht mit drei gleichzeitig, zumindest so, wie es da aussah. Ja, und das Ganze nennt sich dann halt ein illegales Item, weil du kannst heutzutage keine Kekse enchanten, aber es ging halt damals. Und wenn man das über diese Version irgendwie überträgt, und ich glaube, ihr versteht schon, dass man dann hier ein Item hat, was man eigentlich gar nicht haben kann. Und ich werde in dieser Folge versuchen, in alte Versionen reinzugehen, mir diese Items irgendwie ranzuholen und diese halt dann auf diese Welt hier zu übertragen. Das Ding ist, einige fragen vielleicht entweder, ja, warum hast du es nicht in den alten Versionen gemacht oder in den ersten Folgen halt? Und zwar gab es in den Versionen, wo ich halt angefangen habe, und zwar mit der 1.0, da gab es das alles halt nicht. Bedeutet, dass das halt sozusagen die Vollversion schon war und diese ganzen Glitches mit den komischen Items, die halt irgendwie umbenannt war, wo das Game regelmäßig crasht und sowas halt alles, das waren alles die Beta- und Alpha-Version und die haben wir halt noch gar nicht berührt. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich in eine ältere Version reinspringen und ich werde euch dann so ein bisschen zusammenschneiden, weil ich glaube, ich kann mein Stuff nicht übertragen, aber ich gucke das Ganze gleich mal. Ja, und dann werde ich euch so ein bisschen zusammen cutten, was ich da mache, welche Sachen ich überhaupt sammle und ja, dann werde ich das Ganze euch ein bisschen schön schneiden. Ja, das ist jetzt sozusagen unsere Zeitmaschine. Und dann würde ich sagen, mache ich immer die Türen auf, gehe rein und man sieht sich dann gleich wieder. Okay, wir sind irgendwie in Stein gespawnt. Also, ich habe jetzt einfach die Version komplett, also sozusagen einfach die Version auf der Welt gewechselt. Das heißt, ich bin jetzt theoretisch in der alten Welt. Ja, das Ganze kann natürlich aber auch böse enden. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann crasht das Game. Wobei mir fällt auf, dass wenn ich die Welt konvertiere, dass das so ein verglitschte Items sein werden. Ja, die behalte ich mal lieber. Und das hier sieht tatsächlich auch aus wie der alte Spawn von uns. Also ich glaube hier, genau, hier kann ich überall rüber hovern, aber das ist sonst alles verglitscht. Allein Damage Sounds sind schon das alte Uff, was halt ein unglaublich geiles Geräusch ist, aber ich bin froh, dass es draußen ist, weil es echt nerven kann. Ich glaube, ihr seht, wo ich hier gerade bin. Übrigens, das ist, glaube ich, das das Endportal hier. Oh, und ich sehe schon, in dieser Version gab es damals so Glaspillars, damit der Stronghold markiert wird. Okay, aber es kommt mir hier alles sehr bekannt vor. Ich meine, wenn ich mal die Koordinaten ein bisschen angucke, genau, dann laufe ich ungefähr gerade in Richtung des Spawners. Ich habe tatsächlich nur den Spawner bisher markiert und nicht unser Zuhause. Da vorne ist unser Haus. Das Ding ist, also, ich bin mir ziemlich sicher, die Welt wurde resettet, aber ich sehe da vorne tatsächlich, ich sehe da Holz. Ich sehe da was Gebautes tatsächlich. Also es sieht, glaube ich, aus wie ein alter Safe, oder? Ja doch, das ist ein alter Safe. Okay, ich habe mir noch so ein bisschen Cobblestone. Also es ist, okay, wir haben noch ein bisschen Stuff. Um das grob zu erklären, ich weiß nicht, ich bin mir nicht selber ganz sicher, aber ich habe eine Testwelt gestartet und wenn ich mit zwei verschiedenen, also wenn ich in der Minecraft Beta 1.9 Pre-Release 3 gejoint bin, dann sah die Welt anders aus oder halt generell sozusagen habe ich da was verändert, wurde es in der anderen Version nicht verändert. Bedeutet, wenn ich in der 1.0 gejoint bin, sah die Welt plötzlich ganz anders aus und da habe ich dann Blöcke platziert. Also irgendwie so, als ob es zwei Welten in einer wäre. Und ich glaube, dass das ja einfach so ein bisschen connected ist. Und ihr seht schon, hier ist die Hitbox zum Beispiel einfach ganz groß. Und ich ziehe mir mal hier direkt Lederrüstung an. Und ich würde sagen, ich mache mir ganz schnell einfach mal ein bisschen groben Stuff hier. Und kleine Info, falls ihr euch fragt, jo, was ist denn das komische Blaue? Das sind tatsächlich Endportal-Frames. In der Version, ich weiß nicht wieso, hat man irgendwie diese vier Items als einfach in Inventar bekommen. Weil das halt eh eine Testversion war, hier Pre-Release. Also das sollte eigentlich gar nicht, sage ich mal, released werden, aber
Ja, ich glaube, ihr versteht schon. Das ist eine Version, die gar nicht eigentlich verfügbar ist. So, mache ich mir eben noch ganz schnell ein Schwert. Zack, zack. Dann nehme ich mir ein bisschen Blöcke. Das Ding ist, diese Version wird sowieso mehr oder weniger weggeschmissen. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Man kann Spawner mit Silk Touch tatsächlich in dieser Version bekommen. Deswegen würde ich das ganz gerne tun. Und ihr seht, das Knockback ist unglaublich krass bei in dieser Version hier. Und das Fleisch sieht auch extrem alt aus. Alright, ich bin ehrlich, damit das Ganze nicht zu lange dauert. Also das Hauptsächliche, was ich hier tun werde, ist Silk Touch ranholen. Das Problem ist, ihr wisst, wie unglaublich schwer das in den alten Versionen ist. Deswegen habe ich mir überlegt, mache ich alles so ein bisschen legitim, außer das Level Farm. Deswegen seht ihr, glaube ich, habe ich mir 99 Level gegeben. Was jetzt ein bisschen verglitscht aussieht, ich weiß. Aber wenn ich ein XP kriege, und zwar hier einmal, zack, dann sieht das Ganze wieder ein bisschen besser aus. Okay, weil ich extrem lost bin, habe ich die ganze Zeit Sugarcane und Leder gefarmt, damit ich mir Bücherregale craften kann. Dann wollte ich noch einen Enchanter farmen und dann versuchen zu enchanten. Ich habe dabei komplett vergessen, dass ich die Sachen schon längst im Inventar hatte. Und by the way, die 4 Items bekommt man tatsächlich beim Join in dieser Version. Die habe ich mir nicht im Creative gegeben. Aber ja, schaut mal zu, wie ich realisiere, dass das Farm komplett umsonst war. Mir fällt tatsächlich jetzt erst auf, dass ich das hier schon geschenkt bekommen habe. Ich schwöre es euch. Ich habe das nicht extra gemacht, in keinster Weise. Ich, wirklich, das meine ich gerade komplett ernst, ich habe komplett vergessen, dass sie am Anfang geschenkt gab. Okay, dann war die ganze Arbeit jetzt umsonst, aber ich schwöre euch, ich habe das komplett vergessen. Okay, oh wow, nee, da ist, okay. Übrigens, da vorne ist die alte Lava und die sieht extrem anders aus, also wirklich, die finde ich aber tatsächlich ein bisschen nicer. Also ich finde einfach, dass es, man merkt nicht, dass es Lava ist, irgendwie finde ich das geiler. Okay, das Game ist gerade schon wieder gecrashed, aber ich glaube, ich das da reingeschiftet habe. Aber das geht, okay, gut. Enchanted? Ja, was heißt denn die Enchanted? Ja, ich weiß, was das Problem ist. Das Ding ist, ich habe 2 Versionen aufgeschrieben. Und zwar einmal die Version Beta 1.9 Pre-Release, wie man es da oben ja sieht, links oben. Also 3 ist die Version, wo es ein paar Glitches gibt. Aber das Hauptsächliche ist tatsächlich in der Version Pre-Release 4. Ja, das Problem dabei ist, dass ich daran nicht gekommen bin. Also, ich habe wirklich alles probiert, aber irgendwie habe ich es echt nicht hinbekommen, die irgendwie zu installieren. Und ich habe mir gefühlt fast ein Virus dabei geholt. Aber ja, das Ding ist, diese ganzen Versionen musste ich mir irgendwie aus dem Internet downloaden. Und zwar die JSON und irgendwie noch JAR-Version oder irgendwie sowas. Weil die Versionen halt nicht im Minecraft-Launcher zu finden sind. Ja, und Pre-Release 3 war scheinbar, wo das noch alles hier einfach nur enchanted war. Und wenn man das Ganze dann auf heute überträgt, dann steht er nicht mehr Enchanted, ihr würdet jetzt schätzen, ja, da steht dann, weiß nicht, das leuchtet dann oder das Enchantment wird entfernt. Nee, tatsächlich ist das dann einfach Feather Falling. Ja, was halt dann sozusagen bedeutet, dass jedes Item mit Feather Falling enchanted werden kann und das war an sich auch der Plan, dass ich das noch, ja, irgendwie in die neue Welt dann rüberpacke, weil das ja auch ein illegales Item ist. Ja, das habe ich jetzt erst gecheckt, aber das Problem ist, dass ich die Version 1.4, oder halt die Pre-Release 4 meine ich, dass ich die überhaupt gar nicht kriegen kann. Was bedeutet, dass ich einige Glitches hier gar nicht kriegen kann. Und ganz schneller Test, kann ich Blöcke enchanten? Nein. Wieder gecrashed. Übrigens, damals hier kann man es sehen, das habe ich letztens irgendwann mal in meiner Folge erwähnt, wenn man allein schon drüber läuft, dann zerstört sich das. Also so sieht das Ganze platziert aus, also nichts Spannendes, das ist halt einfach so ein Endportal. Genau, also das ist einfach das verglitschte Item hier, also sozusagen das Endportal-Frame. Ja, und ich werde jetzt versuchen, das Ganze zu übertragen. Und dann zeige ich euch gleich eine frühere Version, wo man noch mehr Items kriegen kann. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. Als erstes haben wir ein Endportal-Frame, auf jeden Fall haben wir eine Iron-Picke mit Feather-Falling, was als erstes als auf jeden Fall ein verglitschtes Item ist. Das heißt, die beiden Items sind schon mal, ja, nicht Item, also Hack-Items, sage ich mal. Aber ich würde sagen, wir gehen da mal nochmal in die Zeitmaschine und gehen in eine noch frühere Version. Deswegen würde ich sagen, auf geht's. Okay, und ich glaube, genau, dass es so aussieht, das kann ich nicht ändern. Das heißt, ihr müsst damit jetzt erstmal ein bisschen klarkommen. Das hier ist die Minecraft Beta 1.6 Testbild 3. Und ich kann mal ganz kurz gucken. Genau, Schafe werden jetzt geschoren, wenn man sie schlägt. Und ja, ihr habt schon gesehen, da vorne waren ein paar random Chests. Und was das bedeutet, ist natürlich Items. Weil das hier ein Testbild ist, sind diese Chests natürlich nicht im offiziellen Game dann drin. Das war an sich nur für die Game Developer, dass sie sich halt diese Items ercheaten können. Und ihr seht schon, echt ziemlich komischer Stuff. Also das hier ist Redstone Dust und das wird halt dann einfach zu Redstone. Aber es ist halt Redstone Dust, also das Item, was halt sozusagen platziert wird. Und hier zum Beispiel auch Gras, was halt umbenannt ist. Und das ist scheinbar ein Dead Bush, hat auch verschiedene Partikel und hat nicht mal einen Namen. Also extrem, extrem cursed hier alles. Und ich würde sagen, wir bedienen uns mal ein bisschen. Also als erstes Feuer und Monster Spawner sind interessant. Denn wenn man hier als erstes Feuer platziert, dann kann die scheinbar nicht mehr ausmachen hier. Und hier ist auch noch ein Schweinespawner. Und hier zum Beispiel sind 2 Furnaces. Ihr denkt euch, hä, warum 2? Ja, weil der eine an ist und der andere nicht. Oder hier zum Beispiel ein Sign oder Crops oder so. Das sind halt alles Items. Hier, ihr seht's.
Genau, die halt eigentlich nicht funktionieren. Das hier sind, glaube ich, Repeater. Genau, hier. Und die haben auch keine richtige Textur gehabt. Und ihr seht schon, Portal. Ja, man kann tatsächlich Nether-Portale platzieren. Die, also die werden zwar... Hier, geh mal rein da. Oh, geht noch nicht. Die werden zwar geupdatet, wenn man daneben was platziert. Und deswegen werden sie dann halt automatisch gelöscht. Aber ich packe sie trotzdem mal noch dazu. Ja, Wasser und Lava gibt es tatsächlich auch noch. Und ich höre jetzt schon komische Sounds. Und zwar kannst Wasser und Lava so platzieren. Und ich würde mal sagen, das packe ich auch hier hin. Und ich mache die Sounds einmal ganz kurz aus hier, weil das gerade ein bisschen nervt. Und mir fällt auch auf, ich kann das ja eigentlich mit Snow. Genau, jetzt ist weg. Perfekt. Genau, generell ein Stack Cake, das kann man auch überhaupt nicht stacken. Also hier. Bedrock müssen wir mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, sehr interessant. Und hier sind Tools. Hier so Diamanten und so. Ich glaube, der Bogen hat damals auch anders geschossen, kann das sein? Wenn ich den mal kriege. Genau, der hat damals instant geschossen. Ich glaube, ihr seht's hier. Und auch andere Sounds. Also extrem, extrem cool. Und übrigens hier, falls ich richtig liege, die müssen Roses heißen. Ja, genau, Rose. Viel besser. Ich finde die Textur viel schöner als die jetzigen Poppies. Aber ja, dann würde ich sagen, sieht man sich gleich in einer anderen Welt wieder. Und ja, bis gleich. Ich bin gerade eben noch schnell in die 1.4 gegangen. Dort habe ich dann versucht, Kekse zu enchanten. Ja, das Ganze hat leider nicht geklappt. Okay, Leute, ich habe es wirklich probiert, aber es klappt nicht. Also ich habe wirklich in allen Versionen es probiert. Boah, ist das laut. Irgendwie, ja, das zu enchanten oder so. Aber das klappt leider nicht. Die Cookies werden leider unenchanted bleiben. Genau, und dann würde ich mal sagen, mache ich mir einmal ganz kurz hier ein schönes Item-Frame. Und habe ich ernsthaft kein Leder? Vielleicht hier? Doch, hier habe ich Leder. Okay, perfekt. Ich wollte gerade losfliegen. Okay, das heißt, ich habe jetzt 4 verschiedene verglitschte Items. Und ich würde sagen, die packe ich dann hier ganz episch hin. Als erstes die Feather Falling 1 picke. Dann natürlich den Monster Spawner. Dann natürlich das End Portal Frame. Boah, hätte ich das jetzt falsch geklickt, ne? Wäre hier per. Okay, gut. Und hier muss ich auch noch mal aufpassen. Bedrock. Vielleicht bauen wir damit noch irgendwann was. Aber bis dahin würde ich sagen, packe ich die ganzen Items hier rein, die restlichen. Okay, aber dann würde ich sagen, war es für die heutige Folge. Mir hat sie auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich bin mir sicher. Ja, dass das Ganze hier jetzt nicht so eine lange Folge sein wird. Vielleicht, weiß nicht, 5, 10 Minuten oder so. Okay, 5 jetzt nicht, aber ich glaube so ungefähr 10 Minuten. Vielleicht kriege ich es irgendwie länger hin. Vielleicht habe ich mich dann trotzdem ein bisschen unterschätzt oder so, aber ja. Mir hat die Folge Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, auch über Weltentypen und so, dass es für alte Weltentypen andere Dateinamen gibt und so weiter. Ja, muss ich euch jetzt nicht voll plappern, aber ich glaube, ihr versteht ungefähr, was ich meine, dass das alles ein bisschen kompliziert ist, generell in den ganzen Dateientypen und so reinzubuddeln. Aber dann würde ich sagen, war's für die heutige Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne auch ein Abo da, um nichts weiter zu verpassen. Aktiviert gerne noch die Glocke, um ganz sicher nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall auch bei der 1.14.4 Teil 2 vorbei. Und dann würde ich sagen, habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.